Liebe Freunde hier, liebe Jugendliche und liebe Freunde, die jetzt über Livestream zugeschaltet sind. Stell dir mal vor, du bist auf einer Party. Du kennst einige bekannte Gesichter dort, du freust dich, bekannte Leute zu treffen. Die Musik ist irgendwie genau in deiner Stimmung, gibt ein paar gute Getränke, ein paar Cocktails, ein paar schöne Häppchen, du vergnügst dich richtig und du hast Spaß an dieser Party. Und als du so an der Theke stehst, siehst du plötzlich so aus der Ferne eine Person, ich beschreibe es mal aus meiner Perspektive, eine junge Frau, die kennst du schon, die hast du vor einiger Zeit schon mal gesehen und jetzt fällt sie dir wieder ganz besonders auf. Und du merkst, wow, das ist so eine Frau, die ist Hammer. Da passt irgendwie alles. Die ist sympathisch, die hat tolle Freunde, die hat gute Hobbys, die hat voll die Ausstrahlung, die ist hübsch. Aber du merkst, das ist das Problem, die ist dir irgendwie einige Nummern voraus. Du hast eigentlich keine Chance, an diese Person ranzukommen. Und als du so über deine Gedanken nachdenkst, wird dir klar, hey komm, lass es. Bringt eh nichts, über diese Person nachzudenken. Und du bist schon dabei, dir das aus dem Kopf zu schlagen. Und plötzlich merkst du, diese junge Frau kommt auf dich zu. Du merkst, die schaut dich an, sie lächelt. Es ist ganz klar, sie meint dich. Du wirst irgendwie unruhig und weißt gar nicht genau, was du machen sollst. Und plötzlich steht sie vor dir. Sie spricht dich an. Liebe Freunde, ich würde behaupten, dieses Ereignis ist nur ein kleiner Abklatsch von dem, von der Wirklichkeit, dass Jesus auf dich zukommt und zu dir sagt, Anna, Johannes, Pascal, ich will dein Freund werden. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir auf dem Weg sein? Willst du dich mit mir auf dem Weg machen? Wie krass ist es, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich selber gemacht hat, auf dich zukommt und sagt, hey, ich will mit dir Zeit verbringen. Ich möchte dein Freund sein. Eine total krasse Beziehung, eine total ungleiche Beziehung. Ein Gott, der auf dich zukommt und der sagt, ich will dein persönlicher Freund sein. Und er ist der den ersten Schritt macht. Er ist nicht der wartet und der so in der Ecke sitzt, bis du auf ihn zukommst und sagst, ja, wer bist du eigentlich? Nein, er ist der einen Schritt auf dich zumacht, der vielleicht Blumen in der Hand hat und sagt, für dich, weil ich dich so gern habe. Weil ich dich ganz persönlich kennenlernen will, weil ich dein Freund sein will. Er überschüttet dich mit seiner Liebe, er will dich erobern. Er sagt selber, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Kannst du dir so vorstellen, wie diese Frau auf dieser Party, wo ganz viele Menschen da sind und sie entscheidet sich für dich. Genauso ist es bei Jesus. Er möchte mit dir eine ganz persönliche Beziehung haben. Und natürlich wissen wir, er will nicht nur mit dir, sondern mit vielen eine persönliche Beziehung haben. Aber er denkt nicht so in diese Richtung, ich mag alle Menschen irgendwie so. Sondern er hat immer diese Haltung, dich persönlich. Du bist von ihm erwählt. Und wir können uns gar nicht vorstellen und wir können uns das gar nicht ausmalen, was es heißt, dass wir von ihm geliebt sind. Stell dir mal noch was anderes vor. Du bist mit einem guten Freund klettern. Ich weiß nicht, ob jemand von euch klettert. Eine tolle Sportart, wo man etwas Mut braucht, aber die ganz viel Freude macht. Ich war selber noch nie besonders groß klettern, aber zumindest so an einer Kletterwand mal irgendwie 10 Meter rauf und runter. Aber stell dir vor, du gehst klettern, du nimmst ein Seil mit,
Karabiner. Du gehst an eine Kletterwand, die Haken sind schon, die sind schon in der Wand. Und ihr macht euch so auf den Weg und klettert diese steile Wand gemeinsam hoch. Stück für Stück, Meter für Meter. Und ja, ihr kommt tatsächlich oben an, genießt die Aussicht, eine schöne Zeit miteinander und dann macht ihr euch wieder auf den Weg nach unten und ihr seilt euch ab. Und plötzlich merkt ihr, ihr hängt da beide so an einem Seil, dass der Haken über euch sich so ganz langsam löst, so ein hört sie irgendwie. Und ihr merkt, okay, vielleicht haben wir noch 10 Sekunden und dann war es. Dann liegen wir 50 Meter weiter unten und wissen nicht mehr, was war. Und als du so nach unten schaust, so in deiner Verzweiflung, siehst du, wie dein Freund sein Taschenmesser rausnimmt und das Seil abschneidet. So innerhalb von ein paar Sekunden passiert das alles. Und du hörst, wie er aufknallt und da unten liegt. Du bist völlig durcheinander, merkst aber, wie das Seil dich plötzlich hält, weil anscheinend dein Gewicht gerade noch passt. Und du seilst dich zu ihm nach unten und registrierst langsam, hey krass, was ist eigentlich gerade passiert? Mein Freund hat mir das Leben gerettet. Er ist für mich in den Tod gegangen, damit ich leben kann. Wisst ihr, wir haben Freunde, und ich glaube, solche Freunde kennst du, die flirten mal mit dir. Die freuen sich, dich mal irgendwo zu treffen, aber wenn du sie wirklich brauchst, dann sind sie eigentlich nicht da. Das sind eigentlich keine echten Freunde. Das sind nur so Scheinfreunde. Von einem echten Freund erwartest du, dass er immer für dich da ist, dass er Zeit für dich hat und dass er dich wirklich liebt, dass er dich wirklich mag. Und was wäre der größere Beweis dafür, dass ein Freund dich liebt, wie wenn er für dich das Leben hingibt? Das Problem ist, wenn wir das als Menschen machen, dann ist das Leben aus und du hast nicht mehr viel von dem Freund, aber du weißt zumindest, der hat mich total geliebt. Bei Jesus ist es anders, er hat genau das für dich gemacht. Er hat das Seil abgeschnitten und ist für dich in den Tod gegangen, damit du leben kannst. Aber er lebt wieder. Er ist nach 3 Tagen auferstanden. Hey, wenn der dein Freund ist, wenn er auf dich zugeht und sagt, hey, Johannes, ich möchte dein Freund werden, dann ist es ein echter Freund. Der macht nicht nur irgendwelche leeren Worte, sondern der hat es bewiesen, dass er dich liebt. Hey, so ist Jesus für uns und so sehr liebt er dich. Ich hoffe, wir können staunen an diesem Wochenende über diese großartige Liebe Gottes, über diese bedingungslose Liebe Gottes, der dich auserwählt, obwohl er zig Nummern zu groß ist für dich, der auf dich zugeht, der den ersten Schritt macht und der dich liebt und sogar für dich in den Tod geht. Es gibt keine größere Liebe, sagt er selber, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Was heißt es denn, Freund Jesu zu sein? Jesus sagt selber, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Er unterscheidet irgendwie Knecht und Freund. Was meint er denn damit? Knecht ist vielleicht nicht so ein Begriff, den wir heute so benutzen. Wir würden vielleicht eher sagen Angestellter. Ein Angestellter und ein Freund. Jesus vergleicht die beiden. Lasst uns da mal ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet das? Was ist ein Angestellter? Ein Angestellter, der hat einen Chef und der fragt den Chef, hey Chef, was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe? Wann muss ich in der Früh da sein? Wann darf ich abends wieder heimgehen? Wie viel verdiene ich? Wann habe ich Urlaub? Habe ich Gleitzeiten? Wo ist genau meine Aufgabe? Was muss ich tun? Was muss ich nicht tun? Wann habe ich Freizeit? Ein Freund stellt genau all diese Fragen nie.
Ein Freund sagt nie, hey, was habe ich davon? Was bringt mir das? Was gibst du mir dafür? Wie viel Zeit muss ich mit dir verbringen? Eine Stunde pro Woche oder zwei? Wann habe ich mal Urlaub von dir? Was erwartest du alles von mir? Nein, ein Freund sagt einfach, hey, ich bin dein Freund und ich freue mich, in deiner Nähe zu sein. Und es spielt keine Rolle, wie viel oder wie wenig oder wie oft. Ich genieße es, in deiner Nähe zu sein. Jesus sagt, hey, seid nicht meine Knechte, seid nicht meine Angestellten. Ich bin nicht so euer Boss, der sagt, du musst aber jeden Sonntag in die Kirche und wehe, du kommst nicht, dann bekommst du keinen Lohn mehr. Jesus sagt, hey, auf solche Typen habe ich keinen Bock. Schleicht euch. Ich will Freunde haben und nicht irgendwie so Sklaven oder Angestellte, die einfach nur meinen, sie müssen ihren Job machen und dann ist alles gut. Es ist total befreiend zu wissen, du bist nicht ein Angestellter Gottes, sondern du bist ein Freund Jesu. Es ist total befreiend, in seine Freundschaft einzutreten. Denn als Freund, da musst du nicht irgendwelche Bedingungen erstmal erfüllen, dass du vor ihm passt. Da musst du nichts leisten, dass du gut vor ihm bist. Als Freund, du darfst einfach so sein, wie du bist. Und du weißt, er findet mich einfach sympathisch. Er mag mich so, wie ich bin. Und er kennt natürlich auch meine Schwächen und meine Grenzen. Aber beim Freund machst du dir da keinen Kopf. Du weißt, du kannst deine Schwächen zeigen und er mag dich trotzdem immer noch. Es ist total befreiend und entlastend zu wissen, dass du Freund Jesus sein darfst. Und gleichzeitig, das ist total spannend, ist es eine richtige Herausforderung. Eine echte Challenge, könnten wir sagen. Denn wenn du vergleichst Angestellter und Freund, hat der Angestellte, der arbeitet 8 Stunden am Tag. Von dem Freund erwarten wir aber 24 Stunden Arbeitszeit pro Tag, wenn man so will. Man könnte sagen 24/7, 52 Wochen im Jahr, dein ganzes Leben lang. Hey, wenn ein Freund dich nachts anruft, um 12, dann gehst du nicht ans Telefon und sagst, hey, was willst du von mir? Ich schlafe gerade. Sondern du wirst sagen, hey, was ist los? Und er sagt, du, ich habe eine Autopanne. Und du sagst nicht, geht's noch, mich anzurufen? Sondern du sagst, hey, klar, komme ich. Der Witz ist, es ist nicht so, dass dir das unbedingt Spaß macht, dass du unbedingt Lust drauf hast, nachts aufzustehen und am nächsten Tag irgendwie platt zu sein. Aber du machst es, weil du sagst, hey, klar, du bist mein Freund. Es ist also nicht so, wenn wir Freunde Jesus sind, ist es viel entspannter und es ist total easy, im Gegensatz zu Angestellter Jesu zu sein. Es ist sogar viel krasser. Er erwartet viel mehr von dir. Er sagt nicht nur irgendwie, okay, eine Stunde pro Woche am Sonntag musst du da sein, wenn du das machst, ist alles okay. Jesus sagt, nein, dass du in dieser Stunde zu mir kommst, wenn ich dich zum Essen einlade, einmal pro Woche, ist ja eh klar. Du bist ja mein Freund. Dass du Lust drauf hast, mit mir Zeit zu verbringen, ist ja auch logisch, denn du willst mich ja kennenlernen. Dass du deinen Freunden von mir erzählst, ist ja auch logisch, weil das macht man mit jedem Freund. Freund Jesu zu sein, ist eine totale Erleichterung und gleichzeitig eine echte Herausforderung. Das ist eine Lebensaufgabe, wo du wachsen und wachsen kannst. Freund Jesu zu sein heißt also nicht total easy, es ist immer leicht, es macht immer Spaß, sondern das heißt, hey, ich will ihm zeigen, dass ich ihn liebe. Zum Beispiel gibt es ja diese Regel, dass wir am Freitag so ein kleines Freitagsopfer bringen. Viele machen das mit, ich verzichte auf Fleisch, aber du kannst auch irgendwas anderes machen. Und vielleicht hast du dir schon mal gedacht, hey, was soll das eigentlich? Aber überleg dir mal, wenn du wirklich Freund Jesu bist und dein bester Freund an diesem Freitag dieses Seil für dich abgeschnitten hat und für dich in den Tod gegangen ist, dann kannst du nicht an diesem Freitag so leben wie an jedem anderen Tag, sondern du wirst sagen, hey, krass, an diesem Freitag bist du für mich gestorben.
Natürlich will ich dir auch irgendwie zeigen, dass ich an dich denke und dass du mir wichtig bist, wie ich das bei jedem anderen Freund auch machen würde. Also trete bitte nie in diese Falle, in diese Knechtschaft Jesu gehen zu müssen. Er will nicht, dass du sein Knecht bist, sein Angestellter. Er will dich freisetzen. Er will dich glücklich machen. Er will dich herauslocken. Und er will dich ganz haben, ja, wie man einen Freund entweder hat oder nicht hat. Entweder bist du von jemandem Freund oder du bist es nicht. Du kannst nicht so sagen, okay, immer auf der Party sind wir Freunde, ansonsten nicht. Ansonsten, hey komm, macht jeder so sein Ding und bitte melde dich nie bei mir. Aber wenn wir uns auf der Party sehen, ich flirte voll gern mit dir. Irgendwie, das macht mir Spaß. Hey, was hältst du von einem Freund, der immer nur dann da ist, wenn er selber Spaß dabei hat? Der, wenn du ihn kontaktierst, sagt er immer, nee, du, geht nicht, ich habe schon mit der Tamara und mit der Julia was ausgemacht, leider keine Zeit. Und beim 10. Mal merkst du, hey, kommt immer eine Ausrede. Wenn er dich aber kontaktiert, dann musst du anscheinend Zeit haben. Hey, solche Freunde sind keine Freunde, die immer nur dann irgendwas mit dir machen, wenn sie Spaß haben. Von einem Freund erwarten wir selbstverständlich, dass er einfach für uns da ist. Ich hoffe, du hast genau solche Freunde. Und so ein Freund und noch viel krasser will Jesus dein Freund sein. Lass uns mal drauf schauen, was das heißt, diese Freundschaft mit Jesus zu leben. Was heißt es, Freund Jesu zu sein? Ich denke, die Anna und der Johannes, die haben das vorher schon ganz schön beschrieben, was das in ihrem Leben heißt. Überleg dir mal, was das für dich bedeutet. Was bedeutet es für dich, Freund Jesu zu sein? Von diesem Freund, der mit Blumen auf dich zukommt und dich überrascht und dich erobern will, der sein Leben für dich gibt und der dich persönlich auserwählt, der dir Längen voraus ist und sich doch für dich interessiert. Was ist deine Antwort darauf? Natürlich kannst du sagen, okay, schönes Angebot der Freundschaft, aber ich will nicht. Und dann wird auch Jesus sagen, okay, es ist deine Entscheidung, ich zwinge dich nicht, denn ich will nicht, dass du mein Angestellter oder Knecht bist. Aber wenn du mein Freund werden willst, ich freue mich riesig. Was ist denn unsere Antwort darauf? Wie können wir das leben, eine Freundschaft mit Jesus? Ich glaube, wir können ganz einfach ausgehen von einer ganz normalen menschlichen Freundschaft. Und alles, was wir von einem normalen Freund erwarten oder wie wir Freundschaft leben mit einem Menschen, genauso ist es bei Jesus auch. Wir haben schon gesagt, bei einem Freund ist es ganz klar, dass du einfach für ihn Zeit hast. Und du genießt es, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich denke da selber an ein paar Freunde, da freue ich mich einfach, wenn wir einen Tag miteinander haben. Wenn wir irgendwas miteinander unternehmen. Ich mache gerne irgendwelche Wanderungen zum Beispiel. Oder einfach gemeinsam zu essen. Einfach zu zweit. Wo man sonst alles andere nicht interessiert und wo man intensiv sprechen kann miteinander. Ganz persönlich sprechen kann. Und wo man so merkt, wow, das ist total schön. Mit einem Freund Zeit zu verbringen, ist was Bereicherndes, das macht dich glücklich, das macht dein Herz auf. Und natürlich, wenn du Freund Jesus sein willst, dann wirst du auch Zeit mit ihm verbringen. Und du wirst nicht rechnen und sagen, okay, maximal eine Stunde pro Woche. Sondern du wirst sagen, hey, wann immer mir möglich, ich genieße es, Zeit mit dir zu verbringen. Wir nennen das Beten, Zeit mit unserem Freund zu verbringen. Bei ihm sein. Setz dich in einen Raum, in dein Zimmer und nimm einfach wahr, wie er da ist. Die Anna hat es vorher gesagt, sie macht so die Erfahrung, dass der Herr wirklich da ist, in jedem Moment, dass er uns nicht verlässt. Hey, wenn du zu Hause bist, in deinem Zimmer, dann ist er da. Und dann kannst du dir wirklich vorstellen, wie er da ist. Ja, okay, du siehst ihn nicht, aber mit den Augen des Glaubens siehst du ihn natürlich.
Nimm ihn einfach wahr, wie er bei dir ist. Und dann sprich mit ihm wie mit einem Freund und erzähl ihm, was in dir so vorgeht. Das ist nicht kompliziert, mit dem Herrn Zeit zu verbringen. Mach's wie mit einem Freund. Oder du kannst dir vorstellen, wenn du irgendwo auf der Straße unterwegs bist, dann bist du eben nicht allein, sondern wenn er dein Freund ist, dann wird er neben dir sein oder vielleicht sogar deine Hand halten und ihr geht so gemeinsam durch die Straße. Und dann kannst du schon so in dieser, stell dir vor, da ist wirklich Jesus da und der ist ja echt so ein Typ, wo alle sagen, wow, das ist dein Freund, wenn sie ihn sehen würden. Und so kannst du mit ihm durch die Straße laufen, gell? Also Kopf hoch, Brust raus, sagen, boah, siehst du Jesus neben mir, das ist mein Freund. Hey, wenn wir Freunde Jesus sind, dann müssen wir uns nicht verkriechen, sondern es ist das Genialste, was wir haben können, so einen Freund an unserer Seite zu haben. Also nimm dir Zeit mit ihm, verbring Zeit mit ihm und so absichtslos. Weißt du, beim Freund, den kannst du einfach anrufen und der wird nicht nach 10 Minuten fragen, hey, sorry, wieso hast du jetzt eigentlich angerufen? Das spielt keine Rolle, warum du ihn anrufen willst. Du brauchst auch gar keinen Grund, ihn anzurufen. Einen Freund anzurufen oder mit ihm Zeit zu verbringen, ist selbstverständlich. Da musst du kein Argument dafür haben. So ist es mit Jesus. Verbring einfach Zeit mit ihm, weil er dir wichtig ist, weil du ihn liebst, weil du ihm zeigen willst, dass du dich für ihn interessierst, weil du dich von ihm beschenken lassen willst, weil du es einfach genießen möchtest, in seiner Nähe zu sein. Und ja, es ist natürlich manchmal auch so bei einem normalen Freund, dass er sagt, hey komm, machen wir heute Abend was miteinander, mir geht es gerade nicht so gut, ich muss dir einfach was erzählen. Und du sagst, oh nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Dann überlegst du kurz und du denkst dir, hey komm, ist mein Freund, natürlich. So ist es vielleicht bei Jesus auch manchmal, dass du sagst, oh, keine Ahnung, jetzt macht es mir eigentlich keinen Spaß. Aber weil er dein Freund ist, verbringst du natürlich die Zeit mit ihm. Nicht als Knecht, ja, sondern weil er dir wichtig ist. Freund Jesu zu sein, heißt, mit ihm Zeit zu verbringen. Es heißt, ihn kennenlernen zu wollen, so wie jeden anderen Freund. Für einen Freund interessierst du dich. Hey, was sind deine Hobbys? Wie ist deine Familie? Wie bist du aufgewachsen? Wieso beschäftigt dich dieses Thema so sehr? Wenn du dich mit einem Freund echt unterhältst, dann wird dir aufgehen, dass er die Welt nochmal ganz anders sieht wie du. Und du interessierst dich und sagst, hey, warum tickst du so? Was ist da dahinter? Du möchtest es wissen. Und irgendwann wirst du genau wissen, hey, wenn der so schaut, dann ist es gut, wenn ich ihn frage, wie geht's dir? Oder wenn er in diese Richtung läuft, dann geht er da und dorthin. Wenn er sich die Schuhe anzieht, die Sportschuhe, dann macht er keinen Fußball, sondern geht joggen. Mit einer Zeit lernst du ihn kennen und du weißt, wie er tickt. Und du freust dich schon dran, so diese Szenen zu erraten, was in ihm vorgeht. Hey, es ist wichtig, wenn Jesus unser Freund ist, dass wir ihn kennenlernen wollen, dass wir uns interessieren. Wie machen wir das? Anna hat es vorher gesagt, sie liest am Morgen in der Bibel, wo Jesus uns erzählt, wie er ist, wo wir ihn kennenlernen, wie so seine Art ist, wo wir Geschichten hören, wie er mit Menschen umgegangen ist. Da lernst du ihn kennen. Oder natürlich in jeder Lehre, in jeder Katechese, in jeder Predigt, in jedem guten Vortrag, in jedem guten Buch, was du liest, kannst du mehr über Jesus erfahren. Und vor allem wirst du mehr über Jesus erfahren, wenn du dir Zeit für ihn nimmst und ihm einfach zuhörst. Freund Jesu zu sein heißt, natürlich Vertrauen zu ihm zu haben, wie zu einem guten Freund. Bei einem Freund, da ist es dir nicht peinlich, wenn irgendwie mal deine Schwäche durchkommt. So, wenn ich irgendwie nach einem Wort suche oder so. Vor einem Freund ist dir das egal. Ja? Der kennt dich ja eh, der weiß es, dass du manchmal so nach Worten ringst.
Da musst du dich nicht verstellen, da musst du nicht irgendwie im Vorfeld dir schon alle Sätze parat legen und genau wissen, was du sagen willst. Vor einem Freund, da hast du kein Problem, deine Schwächen zu zeigen. Da machst du es sogar gern, dass du über deine Schwierigkeiten sprichst, weil du merkst, hey, das tut mir total gut, wenn ich mich da aufmache. Mach das bei Jesus auch. Du musst vor Jesus nicht perfekt sein, du musst dich nicht super schminken und dich so verstellen und so tun, wie wenn du fromm wärst, wie wenn alles passt. Und ja, Jesus, ich danke dir, es ist so schön hier. Sondern sag ruhig, was dich ankotzt. Hey, er ist dein Freund, der hat kein Problem damit. Er hält es aus. Wenn du Freund Jesus sein willst, dann willst du natürlich seine Liebe beantworten. Dann willst du irgendwie ihm eine Antwort darauf geben, dass er ständig, jeden Tag mit Blumen vor deiner Tür steht und sagt, hey, ich liebe dich, siehst du es? Natürlich willst du ihm eine Antwort darauf geben. Wie tun wir das? Indem wir ja, die Dinge, die ich schon gesagt habe, mit ihm Zeit verbringen, bei ihm sein, aber natürlich auch, indem wir versuchen, immer mehr so zu handeln, wie er handelt. Indem wir ihn lieben in unseren Mitmenschen. Was ihr für einen meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn du einen anderen Menschen liebst, dann liebst du Jesus. Und er freut sich daran. Auch das ist nicht immer das, was uns super Spaß macht. Aber wir tun es total gern, weil wir ihm eine Freude machen wollen. Weil ich meinem Freund zeigen will, dass ich ihn liebe. Und dieses Liebe zeigen, das geht in Taten. Und die besten Beweise sind immer dann die Situationen, wo es mir schwerfällt. Dann kann ich echt zeigen, dass mir mein Freund wichtig ist. In einer normalen Freundschaft ist es total normal und überhaupt kein Problem, wenn ihr euch mal streitet. Mit jedem Freund wirst du irgendwie mal eine Auseinandersetzung haben. Und wenn ihr schon eine Zeit lang irgendwie zusammen seid, dann wirst du das gar nicht so sehr als Problem sehen, sondern du weißt, hey, wir haben uns jetzt schon 10-mal oder 100-mal gestritten und jedes Mal haben wir uns wieder versöhnt. Er war da nicht wochenlang nachtragend, sondern er hat mir verziehen. Hey, es ist auch normal, dass wir in unserer Freundschaft mit Jesus nicht immer die besten Freunde sind, sondern auch manchmal was falsch machen. Es ist überhaupt kein Problem für ihn, wenn du sagst, Jesus, sorry, das war echt blöd von mir. Bitte verzeih mir. Er wird dich in seine Arme nehmen und sagen, klar, ich verzeih dir, komm wieder. Klassisch nennen wir das Beichten. Wenn du einen guten Freund hast, dann wirst du dich danach sehnen, dass deine anderen Freunde deinen Freund kennenlernen dürfen. Du wirst natürlich voller Freude mit deinem Freund durch die Straßen laufen und wenn irgendein anderer Bekannter vorbeiläuft, wirst du sagen, hey, kennst du schon meinen Freund? Und ihr habt eine tolle Begegnung und ihr freut euch gegenseitig. Wenn Jesus dein Freund ist, wirst du dich danach sehnen, dass viele deiner Freunde oder deiner Bekannten oder deiner Schulkameraden oder Arbeitskollegen auch deinen Freund kennenlernen. Du wirst selbstverständlich von deinem Freund erzählen, weil dein Herz voll ist von deinem Freund. Und wenn du deinen Mund aufmachst, dann wirst du von deinem Freund erzählen und wirst sagen, hey, hast du schon mitbekommen? Ich bin seit einer Woche mit jemandem zusammen. Ich will ihn dir mal vorstellen, komm mal mit. Wenn wir Freund Jesus sein wollen, dann verbringen wir Zeit mit Jesus. Dann haben wir eine Sehnsucht, ihn kennenzulernen. Dann haben wir ein Vertrauen zu ihm und kein Problem, auch über unsere Schwierigkeiten zu sprechen. Dann ist es kein Thema, dass wir mal in die falsche Richtung laufen und uns wieder entschuldigen. Dann haben wir eine Sehnsucht, seine Liebe zu beantworten. Und wir sehnen uns danach, dass viele unseren besten Freund kennenlernen. Liebe Freunde hier in der Kirche und zu Hause, ich wünsche dir, dass du staunen darfst über diesen Freund Jesus. Dass du staunen darfst über diesen Freund, der dich erwählt und auf dich zugeht, der dir Meilen voraus ist und eine viel zu gut ist für dich.
und der trotzdem sagt, hey, ich will dich. Ich wünsche dir, dass du nicht diese Knechtschaft lebst und meinst, irgendwie versklavt zu sein oder irgendwas Jesus bieten zu müssen, so ein Angestellter zu sein, sondern lass dich in diese Freiheit hineinsetzen, Freund Jesu zu sein, und gib deine ganz persönliche Antwort auf dieses Freundschaftsangebot Jesu. Das wünsche ich euch, denn es ist der Weg, der uns in die Weite führt, der uns nicht versklavt oder einengt, sondern der unser Herz total glücklich macht, weil es gibt keinen besseren Freund als Jesus. Amen.